Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit deutlichen Worten hat der französische Staatspräsident Chirac am Abend die Atompolitik seines Landes verteidigt. In einem Fernsehinterview, das vor einer Stunde begann, rechtfertigte er noch einmal die Wiederaufnahme der französischen Nuklearversuche im Südpazifik. Sie seien dringend notwendig für die Entwicklung moderner Waffen. Auf die Frage, gegen wen sich diese Waffen richten könnten, verwies Chirac auf die nach seiner Darstellung unsichere politische Zukunft Russlands und das dort lagernde Atomarsenal. Die französische Atompolitik spielte heute auch eine wichtige Rolle beim EU-Außenministertreffen im nordspanischen Santander. Dort geriet die Pariser Regierung wegen der Wiederaufnahme der Nukleartests erneut unter Druck. Auch ihre Vorschläge für einen atomaren Schutzschild über Europa stießen auf Kritik. Über den letzten Konferenztag, der von Demonstrationen begleitet wurde, Helga Mertesheimer. Der Protest einer Gruppe linker Demonstranten gegen die französischen Atomtests, er dürfte den europäischen Außenministern wohl kaum zu Ohren gekommen sein. Gut abgeschirmt vermieden sie es, Frankreich offiziell auf die Anklagebank zu setzen und diskutierten das leidige Thema ausgewogen und verständnisvoll. Doch außerhalb des Plenums hielten die nordischen EU-Staaten, denen sich Österreich anschloss, ihren Ärger über das arrogante Auftreten des französischen Außenministers nicht zurück. Der hatte sich vorlaute Kritik an den Atomtests seiner Regierung strikt verbieten und Solidarität gefordert. Worauf der dänische Außenminister knapp entgegnete, es gebe in der EU ja auch andere Interessen, die respektiert werden müssten. Solidarität sei keine Einbahnstraße. Auch die Deutschen lehnen die Versuche ab. Klaus Kinkel plädierte zugleich dafür, die französischen Freunde nicht vor den Kopf zu stoßen. Ruhig reagieren auf das französische Angebot, sprechen, nachdenken. Auch in Santander wurde der Wunsch wiederholt, die Tests zu unterbrechen. Doch in dem Punkt bleiben die Franzosen stur. Akzeptiert haben sie, dass Experten der EU-Kommission sich in Mururoa selbst ein Bild von den Versuchen machen können. Ein kosmetisches Zugeständnis, mehr nicht. Die NATO hat heute ihre Luftangriffe gegen serbische Stellungen in Bosnien ausgeweitet. Schwerpunkt der Operationen war wie in den vergangenen Tagen der Raum Sarajevo. Darüber hinaus wurden Ziele bei Tuzla bombardiert, nachdem der Flughafen der Stadt beschossen worden war. Nach UN-Angaben sind die Serben noch immer nicht zum militärischen Einlenken bereit. Die serbische Führung machte deutlich, bei weiteren NATO-Angriffen werde sie an der Fortsetzung der Genfer Friedensgespräche nicht teilnehmen. Israel hat den Palästinensern im besetzten Westjordanland heute vereinbarungsgemäß weitere Zuständigkeiten übertragen. Sie betreffen mehrere Bereiche des öffentlichen Dienstes wie Statistik, örtliche Verwaltung, Handel und Versicherungen. Insgesamt sollen nach und nach rund 70 Abteilungen der bisherigen Militärverwaltung an die Palästinenser übergehen. Noch offen ist eine Sicherheitsregelung für Hebron, wo 400 jüdische Siedler unter etwa 100.000 Palästinensern leben. Diese palästinensischen Schulmädchen sind heute von jüdischen Siedlern angegriffen worden, als sie in Hebron gegen deren Übergriffe protestierten. Die Siedler traten die Kinder und bewarfen sie mit Steinen. 10 Mädchen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Augenzeugenberichten zufolge hatten die Siedler zuvor die palästinensische Mädchenschule gestürmt, die Einrichtung verwüstet und die Schulleiterin geschlagen. Die 6- bis 11-jährigen Mädchen waren daraufhin aus Protest zum Verwaltungsgebäude marschiert. In Algerien werden aus Protest gegen die Serie von Morden an Journalisten die meisten Zeitungen für 3 Tage nicht erscheinen. Mit der Aktion will der Verlegerverband zugleich gegen unzureichende Sicherheitsmaßnahmen der Behörden protestieren. Den Anschlägen von Moslem-Extremisten sind in Algerien bisher mindestens 52 Medienmitarbeiter zum Opfer gefallen. Die Fundamentalisten, die einen islamischen Staat errichten wollen, sehen in Journalisten Handlanger der Regierung. Libyen verschärft offenbar sein Vorgehen gegen islamische Extremisten. Oppositionspolitiker und ausländische Diplomaten berichteten heute von Massenverhaftungen, vor allem in der Hafenstadt Benghazi. Dort soll es vergangene Woche zu blutigen Zusammenstößen gekommen sein, als Sicherheitskräfte versuchten, mehrere islamische Aktivisten festzunehmen. Die libyschen Behörden bestreiten die Angaben. Staatschef Gaddafi hatte kürzlich die USA und Israel beschuldigt, die Fundamentalisten in Libyen zu unterstützen.
Mehr als 2000 Menschen haben heute im ehemaligen Konzentrationslager Struthof bei Straßburg des 50. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager und der Rückkehr der Deportierten gedacht. An der feierlichen Zeremonie nahm auch der französische Premierminister Juppé teil. Das Konzentrationslager Struthof war von den Nazis an den Abhängen der Vogesen errichtet worden, in 800 Meter Höhe. 40.000 Menschen wurden hier durchgeschleust und festgehalten. 10.000 bis 15.000 starben oder wurden ermordet. Deportierte aus ganz Europa, Widerstandskämpfer aus Frankreich. An der Feierstunde nahm Premierminister Juppé teil. Eine Erinnerung an die Befreiung der Konzentrationslager und die Heimkehr der Deportierten vor 50 Jahren. Dass Staatspräsident Chirac nicht gekommen war, wurde von den Vereinigungen der Überlebenden und der Opfer mit Enttäuschung registriert. Ein Rundgang durch das ehemalige Konzentrationslager, das einzige auf französischem Boden, schloss sich an. Die ehemals 17 Baracken hinter Stacheldraht wurden in den 70er Jahren bei Brandanschlägen vernichtet. 4 wurden als Mahnmal und Museum wieder aufgebaut. Die Insassen der Baracken, die inmitten von Dreck und Ungeziefer leben mussten, starben vor allem an Unterernährung, Kälte, den Folgen der Schwerstarbeit und schrecklichen Misshandlungen. An vielen wurden medizinische Experimente vorgenommen. Für die Vernichtung der Menschen war eigens ein Verbrennungsofen gebaut worden, der manchmal Tag und Nacht in Betrieb war. Die Asche der Toten wurde von der SS-Lagerleitung als Düngemittel missbraucht. Die Gedenkstätte Struthof wird heute jährlich von 150.000 Menschen besucht, darunter jedoch wenige Deutsche. Das Bundesarbeitsministerium hat heute die Darstellung der Bild am Sonntag zurückgewiesen, dass es in der Koalition Pläne gebe, die Renten für Vorruheständler zu kürzen. Das Blatt hatte berichtet, die Rente solle für jeden Monat vorzeitigen Ruhestands um 0,3% gesenkt werden. Dagegen erklärte ein Sprecher des Arbeitsministeriums im Süddeutschen Rundfunk, es würden zwar Modelle diskutiert, wie der Vorruhestand weniger attraktiv gemacht werden könne, eine Kürzung der Rente sei aber ebenso wenig im Gespräch wie konkrete Zahlen. Der FDP-Vorsitzende Gerhard hat seine Partei heute vor einem neuen Personalstreit gewarnt. Die Liberalen könnten nicht erfolgreich sein, wenn es in dieser Frage wieder zu einer Diskussion komme, sagte Gerhard auf dem Bundeskongress der jungen Liberalen in Eisenach. Ein Auswechseln der FDP-Bundesminister lehnte Gerhard ab. Er selbst habe auf dem Mainzer Parteitag für den Bundesvorsitz kandidiert und strebe kein weiteres Amt an. Die 25-jährige Studentin Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der Jungsozialisten. Auf dem außerordentlichen Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation wurde sie im zweiten Wahlgang mit 165 von 323 Stimmen gewählt. Die bisherige rheinland-pfälzische Landesvorsitzende ist damit Nachfolgerin von Thomas Westphal. Bei seiner Wahl im Mai war es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Diesmal trat er nicht wieder an. Ein Festakt im Schweriner Staatstheater war heute Höhepunkt der Feiern zum 1000. Geburtstag Mecklenburgs. Am 10. September 995 wurde die Mikelenburg in der Nähe des heutigen Wismar erstmals in einer Urkunde erwähnt. Hauptredner vor 700 geladenen Gästen war der frühere polnische Außenminister Skubiszewski. Er sagte, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern habe einen maßgeblichen Anteil an den gut nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen heute. Bundespräsident Herzog hob die Brückenfunktion nach Osten und zu den skandinavischen Ländern hervor. Durch die Einigung Deutschlands und den Wegfall des Ost-West-Gegensatzes in Europa ist Mecklenburg zusammen mit Deutschland von einer Randlage in das Zentrum Europas gerückt. Der erste Nationalpark Brandenburgs ist heute nach jahrelanger Vorbereitungsphase offiziell eröffnet worden. Das Gebiet Unteres Odertal erstreckt sich über 60 Kilometer zwischen Hohensaaten und Stettin. Das Untere Odertal ist die letzte noch natürliche Flusslandschaft in Mitteleuropa. Nordöstlich von Berlin erstrecken sich die Auen in einem 2 bis 5 Kilometer breiten Streifen bis Stettin. Wenn im Herbst das Wasser steigt, dann überflutet die Oder das Tal. Erst im Frühjahr geht die Überschwemmung zurück. Für Zugvögel ist das Tal ein wichtiger Rastplatz. Gänse, Enten und Schwäne treffen sich hier alljährlich. 230 Vogelarten leben in der verzweigten Flusslandschaft. Die Auen bieten reichlich Nahrung, darum bekommt man auch scheue Vögel wie den Schwarzstorch zu Gesicht. Aber ganz unter sich sind Besucher und Wildvögel im Nationalpark nicht.
Nur etwa ein Zehntel der Fläche sind Reservate ohne wirtschaftliche Nutzung. In den nächsten Jahren sollen mehr Reservate dazukommen, aber dazu müssen erst Austauschflächen für die Landwirte gefunden werden. Doch der Anfang ist gemacht. Der Nationalpark wurde heute mit einem Gottesdienst eingeweiht. Das Besondere ist, hier ist also noch eine Flussaue im fast natürlichen Zustand. Wir wollen sie in einen wirklich natürlichen Zustand im Laufe der nächsten Jahrzehnte überführen. Und das haben wir an keiner anderen Stelle mehr in Deutschland. Auf der polnischen Seite befinden sich die meisten noch unberührten Feuchtgebiete. Auch hier soll ein Nationalpark entstehen. Die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg läuft bereits. Die deutschen Parkwächter lernen Polnisch und die polnischen Deutsch. Die Auen des unteren Odertals, ein grünes Band der Verständigung. Steffi Graf hat zum vierten Mal die US Open in New York gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich in 3 Sätzen gegen Monika Seelisch mit 7:6, 0:6 und 6:3 durch. Es ist ihr 18. Erfolg bei einem Grand Slam-Turnier. Boris Becker schied dagegen im Halbfinale aus. Er unterlag dem Weltranglistenersten Andre Agassi in 4 Sätzen mit 6:7, 6:7, 6:4 und 4:6. Agassi trifft heute Abend im Endspiel auf Pete Sampras. Den 12. WM-Lauf der Formel 1 im italienischen Monza hat der Brite Johnny Herbert gewonnen. Weltmeister Michael Schumacher und sein Konkurrent Damon Hill waren zuvor ausgeschieden. Für den deutschen Erfolg sorgte diesmal der Mönchengladbacher Heinz-Harald Frenzen rechts auf sauber fort. Er kam in einem turbulenten Rennen auf Rang 3 und damit zum ersten Mal in seiner Formel 1-Karriere auf einem Platz auf dem Siegerpodest. In der 33. Runde war es zur erneuten Auseinandersetzung der Formel 1-Dauerkontrahenten gekommen. Beim Überrunden des Japaners Inoue rammt der drittplatzierte Hill den an zweiter Stelle fahrenden Michael Schumacher von der Strecke. Dieser Vorfall war in ähnlicher Form bereits beim Rennen in England passiert. Beide schieden aus. Damon Hill wurde nach einem Protest von Schumachers Team für das nächste Rennen in Portugal zur Bewährung gesperrt. Nachdem beide in Führung liegende Ferrari-Piloten mit Defekt ausgeschieden waren, siegte Schumachers britischer Teamkollege Johnny Herbert vor Häkkinen auf McLaren Mercedes. Es war Herberts 2. Sieg in dieser Saison. 3. also Frenzen, der den Erfolg auf seine Weise feierte. Franz Beckenbauer feiert einen runden Geburtstag. Morgen wird er 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass fand am Abend im Münchner Olympiastadion ein Kickertreffen ganz besonderer Art statt. Der Kaiser lud zur Gala ins Olympiastadion und die Nomenklatura der Kicker fand sich gleich dutzendweise ein. Mehr als 60 deutsche und internationale Stars, die inzwischen nur noch gelegentlich vors Leder treten, bestritten das Mammutspiel der deutschen Jahrhundertelf gegen die Weltauswahl. Großer Auftritt für die Grauen Panther. Hier in diesem Stadion hat Beckenbauer seinen größten Triumph als Spieler gefeiert. 1974 hieft der Mannschaftskapitän die Weltmeistertrophäe in die Höhe. 16 Jahre später ist es wieder soweit. Der Mann, der nie für den Trainerschein gebüffelt hat, lotst die deutsche Elf als Teamchef erneut zum WM-Titel. Wer nur die Trophäen und Tore Beckenbauers zählt, dem entgeht leicht, was den Sohn eines Postobersekretärs aus München, das Jungtalent des aufstrebenden FC Bayern, schließlich zum Kaiser machte. Beckenbauers Eleganz am Ball ersparte ihm meist den allzu schmerzhaften Kontakt mit den Eisenfüßen der Bundesliga. Auch nach dem Ende der Karriere auf dem Rasen muss sich einer wie er nicht mit einer Lottoannahmestelle oder einem Sportgeschäft bescheiden. Längst ist er selbst ein Markenartikel, unverzichtbar für den FC Bayern, ob als Spieler, Trainer oder Präsident. Eigentore werden ihm auch in Zukunft eher selten unterlaufen. Nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. September. Der Sonntag zeigte sich bei uns von seiner freundlichen Seite. Nur gering bewölkt und sonnig. Sommerlich der Mittelmeerraum. Ungemütlich war es heute im Südwesten Europas. Ein Tief über der Biskaya sorgte für Schauer. Die neue Woche beginnt im Norden und Westen Deutschlands mit starker Bewölkung und es wird nass. Von Rheinland-Pfalz bis zur Nordsee sind Gewitter möglich. Am Nachmittag aber Auflockerungen. Im Osten und Süden weniger Wolken und kaum Regen. Die Temperaturen in der Nacht 15 bis 10 Grad. Am Tag im Norden und Westen 15 bis 20, sonst 20 bis 24. In Südostbayern sogar bis 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Norden auch frisch, aus südlichen Richtungen. Am Dienstag Wolken mit sonnigen Abschnitten und trocken. Der Mittwoch wechselhaft, ebenso der Donnerstag.